So, ihr müsst mir auch ganz kurz beantworten, ob das so ein Meme-Song ist, schwarzer Toyota, oder ob dieser Song wirklich for real ernst gemeint ist so. Weil, Bro, was ist das für eine Kombi? Kurt Cobain kenne ich by the way überhaupt nicht, muss mich ganz kurz outen. Dankeschön. Mark Forster, es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Ist kein wirkliches Deutschrap-Ding so, eher so popmäßig, was halt immer noch, keine Ahnung, gefühlt im Jahrzehnt im Radio läuft. Und der Bürgermeister, der neue, neue Bundeskanzler, Chiago, schwarzer Toyota, like und support, Digga, dieses Ding geht schon wieder krass ab, ne? Platz 2 in den Trends schon. Nili hat das ganze Ding produziert. Bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Warte. Was stand da? Parkstraße, 3 Minuten, home, Mark Forster. Mark ist gleich bei dir. Ah, so Uber-mäßig oder was? Läuft nicht mal musikalisch so krass, was ich mir bei Mark Forster eigentlich so gut wie gar nicht vorstellen kann. Also wenn ich es mir bei jemandem nicht vorstellen kann, dann bei Mark Forster. Au revoir ist einer der wenigen Diamant-Songs, die wir in Deutschland haben so. Also mit der Auszeichnung Diamant, und die bekommst du nicht mal so, ne? Wir haben viele Gold-Songs, wir haben vielleicht viele Platin-Songs oder sowas. Aber Diamant-Songs haben wir relativ wenig im deutschsprachigen Raum generell. Und er holt ihn ab in einem, sieht aus wie ein Staubsauger, sage ich ehrlich, wie es ist. No front gegen einen schwarzen Toyota oder sowas, aber das Ding sieht aus von der Form her wie so ein Staubsauger. Ja, einmal Gold, einmal Platin, einmal Diamant. Kriegt es erstmal hin so. Diamant ist so, glaube ich, musikalisch die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann so. Und zum Beispiel ist auch See You Again von Charlie Puth und Wiz Khalifa, auch Diamant zum Beispiel. Also in diesem Bereich bewegen wir uns da, wollte ich nur mal so erwähnen. Schwarzer Toyota, Gucci Polo Rosa, sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Okay, erinnert mich direkt vom Sample her an so ein UFO-Ding. Er hat, wie war das nochmal? Ich glaube, Match 3 oder sowas? Nee. Doch, ich glaube, zusammen mit Lucid Beats oder sowas. Der hat auch so ein gechopptes Sample genommen. Dieses ba 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 ba, wo so Akkorde davor gechoppt werden so. So 4 Akkorde genommen werden und immer gechoppt werden und daraus quasi ein Loop gebaut wird. So ein 4-Takte-Loop oder sowas. Und den man einfach dann fortan loopen lässt durch den ganzen Song. Erinnert mich direkt daran. Ich glaube, wir haben Kurt Cobain direkt irgendwie in der Hook. Eigentlich ganz nice. Aber ich kann mir halt hier null Mark Forster drauf vorstellen. Der ist nicht vom Flohmarkt. Bro, es ist auch so klischeehaft, ohne Witz. Dieses Ding, dieses, erstmal haben wir, glaube ich, Hasbulla als Dufterfrischer. Sehr sympathisch. Und wir haben dieses, Chat, kennt ihr das? Jeder, ich glaube, jeder Typ über 40 oder 50, der Auto fährt, hat diesen Lenkradwärmer oder sowas, dass du morgens nicht an so ein kaltes Lenkrad fest hast. Du dieses Fellding oder jede Oma in so einer alten A-Klasse oder sowas hat doch dieses Fell drumherum, ohne Witz. Wo du dann irgendwann aus Frust überholst, weil sie irgendwie 40 auf einer Landstraße fährt, du dann rechts rüber guckst und dieses Lenkrad mit diesem Fell siehst, ohne Witz. Mama, guck, Oma, da sitz ich auf dem Sofa. Mit Dubai-Ex, ich zur Arena in Hannover. Das ist Mark Forster, oder was? Warte mal. Das ist Mark Forster. Hören wir gerade Mark Forster, oder ist es so AI, KI oder sowas? Sitz ich auf dem Sofa, du fährst mit Dubai-Ex, ich zur Arena in Hannover. Warte mal ganz kurz, das ist der gleiche Typ. Ich sag euch ehrlich, Chat, ihr müsst euch nur eins vor Augen halten, ne? Das ist der gleiche Typ, der das hier gesungen hat. Es gibt nichts, was mich hält. Bro. Ist einfach der gleiche Typ. Wir ernten im Oktober, komm ich auf deinen Gig, denn ich fühl mich wie ein Zoda. Ey, ohne Witz, aber mal ganz kurz erstmal. Super, super hübsches Bildchen hier auf dem Schreibtisch. Ist, also geht brutal ins Ohr, mein Gott, ne? Also die Hookline ist brutal gut gewählt. Kurt Cobain, so wie Mark Forster, rasieren das ultra, ultra gut. Auch wenn man sich, glaube ich, an dieses moderne Mark Forster-Ding so ein bisschen gewöhnen muss. Auch hier ist ordentlich Autotune reingedreht, aber auf welcher modernen Single liegt nicht mehr so viel Autotune? Also es gibt wenig Songs, die irgendwie noch so ohne Autotune große Hits werden so. Ist halt die Frage, mag man diesen naturellen Mark Forster mehr auf diesem Au Revoir-Ding oder mag man jetzt das hier mehr? Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach. Ich will, steht hier morgen neuer SUV. Da weil ich chill, kennt mich jeder Makler West Berlins. Digga, ich komme nicht drauf klar, ohne Witz. Ich habe erst so, keine Ahnung, vor ein paar Stunden von diesem Song erfahren. Anscheinend ist es ein brutales TikTok-Ding gewesen so. Und man hat irgendwie sich dann schon Gedanken gemacht, Digga, wie soll das passen? Agu mit Mark Forster und Cobain so. Also Kurt Cobain kenne ich, by the way. Also ich habe ihn gerade gehört, super nice, aber ich habe ihn davor auch noch nie gehört, ne? Ich habe aber auch noch nie Mark Forster auf so einem wirklichen Trap-Ding gehört. Ist halt sehr catchy, ist brutal catchy und auch gar nicht überladen oder sowas, ne? Man hat schon gut darauf geachtet, dass das Ding ordentlich ein rundes, schönes Ding wird, schön ab
abgerundet ist, auch soundtechnisch brutal gut gemacht ist und dass es sehr, sehr unbeschwert irgendwie ins Ohr geht. Kann nichts dafür, dass mich deine große Schwester liebt. Es ist nicht krass, wenn du in der Wüste. Okay, hat er hier gleich noch gefrontet auf seinem ersten Rap-Song, auf seinem ersten Trap-Song, hat er hier gleich noch gefrontet oder sowas. Ganz kurzes Ding mal, wie alt ist Mark Forster? Digga, der Mann ist einfach 41 Jahre alt. 60, okay, chillt mal ganz kurz. Ihr müsst euch überlegen, der Typ geht mit 41 auf einen Song, der Schwarze Toyota heißt, mit Agro und Skirt Cobain zusammen, die halt irgendwie noch so frische, knackige 20 sind oder sowas. Einfach mal nur kurz im Gedächtnis behalten und kommt aus so einem Trap-Ding einfach. Ich schwöre ganz kurz, warte mal, bevor jetzt hier der Bundeskanzler reinkommt. Ich schwöre es euch, es könnte einfach so ein Vater-Sohn-Feature sein. Dass der Daddy irgendwann mal eines Tages sagt, ey, mein Sohn, du bist jetzt groß genug, komm, wir machen Mucke zusammen. Ich habe damals so einen Hit gemacht, der hieß Au Revoir, ist Diamant mittlerweile, ich kann es glaube ich noch. Gib mir mal so einen modernen Trap-Ding, so einen modernen Trap-Beat, ich rasier das Ding. Danke Skirt Cobain, dass du auch Newcomer Support hast. Mark war kurz mein Gegner. Okay, das habe ich auch irgendwie mitbekommen, dass, also erstmal die neue Brille, ich muss erst noch ein bisschen klarkommen damit. Ich muss die erstmal ein bisschen sacken lassen, die Brille bei mir so. Das habe ich auch irgendwie mitbekommen, dass die vorab irgendwie einen kleinen Streit hatten, einen kleinen Beef hatten oder sowas. Oder war das so typisch, so ein typischer Fake Beef für irgendwie Promo oder sowas, obwohl ich das Argo jetzt nicht so unglaublich krass zutraue. Vision Pro, stimmt, die könnte auch von Apple sein, ne? Stell dich mal vor, das ist wirklich die von Apple und nur außenrum so ein Rand hingemacht. Ich glaube, der Mann sieht die Welt durch ganz andere Augen wie wir. Bro, ich muss so klarkommen darauf erstmal. Ohne Witz, es ist wirklich sponsert bei Apple. Ohne Witz, stell dir mal vor, das ist wirklich diese Vision Pro. Vielleicht hat Agu was über Lena gesagt. Aber was hat Mark Forster mit... Was für eine Lena? Reden wir über Lena Meyer-Landrut? Aber hatten die wirklich Beef, die beiden? Oder war das so ein Promo-Beef, ne? Wie man es auch wirklich aus dem typischen, klassischen Deutschrap kennt. Geht ab, wenn du Lamas performst. Von wegen geht es ab, so wie Pfade im Forst. Schwarz. Oh, warte mal. Das geht bestimmt, das ist bestimmt so ein Wortspiel. Guck mal, ich kenne mittlerweile Agu gut genug, dass ich, glaube ich, meinen könnte, dass es hier irgendwie ein Wortspiel sein kann. Ach, die sind verheiratet. Die hat ein Kind mit Mark Forster. Ach so. Ja gut, dann hätte Agu vielleicht lieber nichts gegen Lena sagen sollen. Aber vielleicht hat er auch wirklich nichts dagegen gesagt, mein Gott, ne? Und das Kind heißt Skirt Cobain, stellt euch mal vor, Vater und Sohn machen Mucke zusammen. Geht es ab, so wie Pfade im Forst. So wie Pfade, ich verstehe das letzte Wort nicht. Ab, so wie Pfade im Forst. So wie Pfade im Forst. Forest, Forst, gehen ab, also hoch, oder gehen, ansonsten, wie sollen Pfade abgehen? Also ich glaube, das Wortspiel liegt irgendwie in dem Wort ab, also hoch. Leider gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung, 34 Minuten nach Release noch keine Lyrics oder noch keine Erklärung zu den Lyrics. Crazy. Das war Schwarze Toyota, ey, eure Meinung, ab in die Kommentare. Ich musste noch ein bisschen sacken lassen, sage ich ehrlich, wie es ist. Aber cooler Vibe, also Vibe, also das ist so ein super rundes Ding, was eigentlich, was du so hören kannst, wo dich nichts irgendwie so krass stört, wisst ihr, was ich meine?